Wisst ihr, was mich an YouTube wirklich stört? Dass es so häufig nur noch um Equipment geht. Es gibt so viele Videos, die sich mit dem Thema Objektive auseinandersetzen, Kamera, wie man das Licht richtig setzt, wie Audioqualität funktioniert und so weiter. Ich will mich da selber nicht rausnehmen. Ich mache auch Videos zu den Themen, weil sie auch wichtig sind. Natürlich muss ein Mensch wissen, wie man richtig Licht setzt oder wie die Audioqualität besser wird. Genauso sollte er wissen, wie seine Kamera funktioniert und welche Objektive man nutzen sollte und welche lieber nicht oder welche Kamera. Ich finde nämlich, ein Punkt, der immer vernachlässigt wird, ist die Story. Auch das mache ich selber. Aber es ist doch eigentlich das Wichtigste in einem Video, eine gute Story zu haben, die man dann mit einer guten Videoqualität und guten visuellen Darstellung besser an den Zuschauer herübertransportiert. Ich finde es einfach falsch, dass es so viele Videos gibt, die sich mit der Kameratechnik auseinandersetzen. Warum eine Kamera 4K filmen sollte, warum dieses Objektiv besser ist als das andere und so weiter. Aber es wird gar nicht mehr darüber gesprochen, wie man eine Story visuell umsetzen kann, um dem Zuschauer einen Mehrwert zu liefern. Also versteht mich bitte nicht falsch. YouTube ist eine super Plattform, um sich Wissen anzueignen, wie man etwas filmt, wie man richtig filmt, was für Einstellungen man hat, wie man seine Audioqualität verbessert oder wie man einfach das Licht richtig setzt. Was man alles benötigt, um eine schöne Story visuell schön umzusetzen. Aber Equipment ist halt einfach nicht alles. Ich selber habe auch mit einer günstigen 400€ Kamera angefangen. Hab mir sie mir einfach aufgebaut und habe angefangen zu filmen. Und mit jedem Video, was ich gemacht habe, habe ich etwas dazugelernt. Etwas Besseres oder etwas Schlechteres. Ich habe Fehler gemacht und diese Fehler versucht, im nächsten Video nicht zu wiederholen. Daran bin ich gewachsen. Daran ist auch mein Equipment natürlich gewachsen, denn ich wusste irgendwann, welche Kamera ich benutzen möchte, welches Equipment ich benutzen möchte, was ganz genau ich brauche, um diese Szene visuell so einzufangen, wie ich sie gerne hätte. Das wollte ich einfach mal so gesagt haben, denn YouTube ist eine schöne Plattform, um viele großartige Dinge zu erschaffen. Allerdings wird sie oftmals vom Falschen getrieben. Mein Lichtsetup ist noch nicht gut genug. Ich sag mir halt einfach, fang doch einfach an, nehmt ein Video auf und das Equipment, das kann man sich nach und nach immer dazu kaufen, um seine Videos visuell einfach besser umzusetzen. Das zu dem Thema YouTube, beziehungsweise was ich an YouTube nicht mag, obwohl ich ein Teil des Ganzen bin. Drum.